gehe morgen in die Stadt, ungefähr um 13.30 Uhr bis 15 Uhr. Okay, wir müssen so machen. Erstmal, guck mal, Menschenleute hat eigentlich keinen Bock. Das heißt, du musst erstmal löschen. Verstehst du, was ich meine? Also nett sein. Okay? Hallo. Achso. Nein, hallo. Nicht in Ah, okay. Ja. Hallo, guten Tag. Ja. Und erstmal, du musst diese Tüte geben, danach kannst du so eine Frage stellen. Die Gymnasiasten Passanten an und tauschten deren Plastiktüten gegen Baumwolltaschen ein. Mit ihrer Aktion wollten die Schüler bei ihren Mitmenschen das Bewusstsein schärfen und sie zu einem schöneren Können wir die mitnehmen, die Plastiktüte? Ich hab sie so umräumen gerade, ich kann es aufmachen. Wir machen nämlich aus den Plastiktaschen am Ende ein Kunstwerk. Am schönsten war, dass alle Leute, also manche Leute waren so nett bei uns und so schön, nett, toll. Gestern war ein guter Tag und wir haben in die Stadt gegangen und da war eine Frau und wir sind zu ihr gekommen und wir haben gesagt, wir haben erzählt über unser Projekt und dann wir haben die Plastiktüte genommen und die normalste Biotüte gegeben. Und sie hat uns 5 Euro gegeben und sie hat gesagt,
kauf Eis mit diesem. Geld war so nett, das war ein gutes Ding. Also, es war schön, dass also manche so, als wir gesagt haben, als wir über unser Projekt erzählt haben, die sind dann gewartet und haben zugehört. Aber manche haben nicht zugehört. Und also, dass sie zugehört haben, das war sehr gut. Insgesamt war es schön, weil es ein Versuch war, unsere Welt zu retten. Und ja. Okay. Weil wir machen viel Spaß. Okay. Oh. Anna. Wir haben ungefähr 30 Personen angesprochen und Plastiktüten damit getauscht. Ja? Ja. Und wie waren die Personen? Also manche haben gesagt, ja, das ist eine gute Idee und macht so weiter. Und die haben Plastiktüte umgetauscht. Aber manche haben auch gesagt, nein, wir wollen nicht tauschen. Wir haben selber. Ja, das hat viel Spaß gemacht. Und wenn wir das mehr machen, dann können wir vielleicht unseren Welt retten. Okay. Ich will nächstes Mal mitmachen, weil hat viel Spaß gemacht. Und ja, wir haben auch die Sprache geübt. Und ich glaube, dass nächstes Mal die Menschen wurden noch netter.